Willkommen zurück bei Toonstruck. Wir haben beim letzten Mal den Wächter hier ausgetrickst, die Uhr repariert und sind jetzt hier beim fröhlichen Schollenspülen. Und das ist, es gibt zwei Parts in diesem Spiel, die ich echt hasse, und das ist einer von den beiden. Toilettenpapier mit Aufdruck? So, spülen für den Sieg. Erstens, Fisch in Fischbehälter platzieren. Zweitens, Achtung, jetzt wird's spannend. Drittens, Fischbeschleuniger bestätigen, um Spülvorgang einzuleiten. Betätigen. Viertens, auf den Fisch konzentrieren. Fünftens, Fischbeschleuniger erneut aktivieren, zwecks Rückspülung. Offizielle Fischwertung. Sardine, geh nach Hause, Loser. Hering, na was soll's. Scholle, mittelselten, geht schon. Pustefisch, die Mutter aller Spülfische, gewonnen. So, wir brauchen jetzt den Grünen. Ich kann euch nicht sagen, warum wir hier nicht den Gelben brauchen, aber wir brauchen den Grünen. Das ist was, also, ich meine, man würde ja jetzt sagen, wir brauchen den besten Fisch, aber nein, es ist der Grüne, es ist die Scholle und ja, dann schollen wir jetzt mal. Das ist unser Einsatz. Scheint, als sei die Toilette verstopft. Kein Schollenspülen mit einer verstopften Toilette, keine Chance. Ach scheiße, wir können ja noch gar nicht spülen. Puh, das habe ich vergessen. Okay, dann gucken wir uns dieses Schild an. Reklame für einen Ratewettbewerb der Firma Wet. Das muss ich mir auch aufschreiben. Gratuliere. Wenn Sie unsere Hotline anrufen und unsere fast unlösbaren Rätsel lösen, ist es soweit. Sie haben den WackMe-Wettbewerb gewonnen. Aber längst nicht jeder ist ein Gewinner. Ein Gratisprodukt von WackMe gehört schon heute Ihnen. Zumindest in dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie alle unsere Fragen richtig beantworten. Es stimmt wirklich, es gibt absolut keinen Haken an der Sache. Außer, dass Sie eben jede einzelne unserer abartig schweren Fragen zu unserer vollsten Zufriedenheit beantworten müssen. Wir bezweifeln es, aber glauben Sie es ruhig. Heute ist Ihr Glückstag. Rufen Sie jetzt an, um Ihren Gewinn zu erhalten oder um zumindest eine Menge Fragen vorgesetzt zu bekommen. Oh, ich wollte schon immer mal so reden. So, wir müssen mal unten die Telefonnummer aufschreiben. Blau, lila. Das ist geil, oder? Was für eine Telefonnummer? Orange, gelb, grün, orange. Ich hatte mal einen, der hat immer Orange gesagt. Also auch zu dem Obst, ist da, der war allergisch gegen Orangen. Der hat immer gesagt, ist der Orange drin. Das war mir immer voll peinlich. Ja, da kann der auch nichts für. Je nachdem, in welcher Gegend man wohnt, heißt das halt so, ne? Aber mir war das irgendwie voll peinlich. So, als wenn der irgendwie so unterbelichtet wäre oder so. Okay, gehen wir in Jims Gym. Wahrscheinlich. Da, die arme Katze kriegt die ganze Zeit einen drauf. Ich weiß nicht warum, aber macht euch nichts draus. Das tut ja nicht weh, glaube ich. Hoffe ich. Jedenfalls sitzt sie da immer noch ganz normal. Da. So, das hier, der Bodybuilder, ist der Jim und, ja, der, hat, er ist eine Anspielung auf einen gewissen Schauspieler und mittlerweile Politiker. Vielleicht fällt euch ja auf. An wen? Sprechen wir erstmal mit dem. Mehr körperlicher Einsatz, du jämmerlicher Wurmfortsatz! Hallo, ich bin Mal und das hier ist mein Freund Flachs. Geht da schon her, mein Schießgewehr. Zwei spülerige Dachlauten haben sich aus Versehen in mein weltberühmtes Sportstudio verirrt. Ihr beide sucht bestimmt den Klamottenladen weiter unten auf der anderen Straßenseite. Ihr könnten gar nicht verföhnen. Draußen hängt der Schild. Kommt rein, Mädels, wir haben auch Kindergrößen. Sehr witzig. Lassen Sie mich raten. Sie sind Jim? Oh, da schau her, da bin ich aber überrascht. In Ihrem kleinen Schimpansenkopf arbeitet ja wirklich ein winziges Hirnderl. Eigentlich hat sich die Entwicklung meiner Spezies schon vor langer Zeit von der Schimpansen abgespalten. Wir benutzten Werkzeuge, haben Gemüse gezüchtet und kleinere Säugetiere domestiziert, wie etwa Hunde. Haha! Während der Schimpansenmann Gemüse züchtet, habe ich mir Muskeln anzüchtet. Ich glaube, er hat keine Ahnung, wovon ich geredet habe. Genau! Schimpansen benutzen übrigens auch Werkzeuge. Sie öffnen Baumritzen mit Steinen und sowas. Und knacken damit so was? Nüsse oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe da mal eine Doku drüber gesehen. Also was ist denn so Großartiges an diesem Studio dran?
Was ist an diesem Studio dran? Fragt der dünne Mädelmann. Meine Technik hat hunderten Käufen, stärkere, weniger bedauernswerte Individuen zu werden. Natürlich ist kein Schüler meiner eigenen Kraft auch nur nahe gekommen. Natürlich. Aber alle meine Kunden sind, wenn sie aus dieser Tür marschieren, ohne weiteres in der Lage, schlappe Schwächlinge wie euch ins Hinterteil zu treten. Wie beispielsweise dieser Seemann neulich. Ich hab ihn auf eine reine Spinat-Diät gesetzt. Den solltet ihr jetzt einmal sehen. Habe ich sogar, glaube ich. So, was ist das hier, der Pambotron? Was ist das für eine große Maschine da in der Ecke? Ihr steht vor der ultimativen Bodybuilding-Maschine, dem Pumpotron. Die macht garantiert auch aus dem schwächlichsten Loser einen kraftvollen Vertreter der Menschheit. Hey Mal, hör gut zu. Anscheinend gibt es für dich doch noch Hoffnung. Feucht geraten Sauerbraten. Die Maschinen sind nur für Clubmitglieder. Großartig, okay. Ich schätze, dann werden wir wohl einfach dem Club beitreten. Wieder falsch, du Flaschenhals. Mitglied wird man hier nur auf Einladung. Meine Einladung. Und wir sind nicht eingeladen. Gut gewusst, du Hühnerbrust. Boah, ist der nervig. Der ist ja noch nerviger als Fluffy. Wozu steht hier der ganze Turnkram rum? Das ist meine ganz persönliche Ausrüstung. Damit demonstriere ich meine Anmut und Geschicklichkeit. Wenn Sie mich fragen, sehen diese ganzen Stangen und Dingstars irgendwie gefährlich aus. Für einen ungeschickten, schlappen Affen wie dich? Ja. Aber für mich ist die ganze Übung so leicht wie's kleine Einmaleins. Sagen Sie mal, Jim, ich habe mich gefragt. Ach, wohl eher nicht. Was hast du dich gefragt? Sprich dich aus, du schlappe Maus. Naja, ich habe mich nur gefragt, ob Flachs und ich vielleicht mal ihre Übung sehen könnten. In Ordnung, Kameldung. Eine kurze Demonstration kann nicht schaden. Oh Mann, ich kann's kaum erwarten. Dieser, das muss man ihm lassen. Na, wie war's? Wow, das war großartig. Sie könnten weltberühmt werden. Ich meine, jeder Zirkusbesitzer würde für so eine Hundenummer doch liebend gerne einen Mord begehen. Okay, wir gehen. Tja, langsam wird es Zeit für uns. Hey, wir müssen mehrere Monate hier verbracht haben, in Hundejahren gerechnet. Keine Klugscheißersprüche, Schlappnudel. Oder ich hab keine andere Wahl, als dich in einem Fettklumpen mit Zähnen zu zerschlagen. Ach ja, was sind die immer alle nett in diesem Spiel? Na, so du nicht! Okay, spülen können wir nicht. Also gehen wir jetzt hier hin. Da waren wir schon im letzten Part wegen der Uhr. Jetzt gehen wir dabei ins Warenhaus. Und das ist die nächste Szene, die ich ganz mal furchtbar finde. So, erstmal können wir hier nur rein, wenn's Licht brennt. Oh. Da, oben drüber. So. Wobei, ja, wir... Na gut, die Szene, da müssen wir vorher noch was tun, aber ist, glaube ich, nicht das Problem. In seinem Job sind sogar 9 Leben nicht gesichert. Ich schätze, Kollegen zu verprügeln kann ein gesunder Teil des alltäglichen Geschäftslebens sein. Hallo Jungs. Er heißt Vauch. Ich bin Clef. Willkommen bei Wackme. Klasse Laden habt ihr hier. Ach, Wackme ist nur die natürliche Fortsetzung des gemeinsamen Hobbys von Vauch und mir, wissen Sie. Was für ein Hobby ist das? Uns gegenseitig die Hucke voll zu hauen, bis wir lachen. Ach, guck mal, er ist Kanadier. Uns, hey, hier sind wir also und schlagen uns gegenseitig die Hucke voll. Und wofür? Und dann sagte Vauch,
Weißt du, Clef, alle anständigen Trickreicher würden doch ihren linken Augenzahn dafür geben, wenn sie sich gegenseitig die Hucke mit der gleichen stilvollen Raffinesse vollhauen könnten wie wir beide. Also eigentlich hat Fauch nur irgendwie dieses komische Kichern vor sich hingeglugst. Aber ich verstand genau, was er meinte. Und so entstand Wagmi. Prügelwerkzeuge aus Expertenhand. Genau, wir können beruhigt unseren guten Namen für alle Wagmi-Produkte hergeben. Weil wir jedes einzelne persönlich getestet haben, wieder und wieder. Aneinander. Okay, doch nicht, Kanadier. Jetzt sah der Kopf wieder normal aus. Ihr seid offenbar gerissene Geschäftsleute. Ach, wir haben nur eine Marktlücke entdeckt und ausgenutzt. Im Trickreich dreht man sich nur einmal um und schon trifft mal jemanden, der dringend einen Amboss braucht. Ich war schon länger nicht mehr hier. Irgendwas Neues? Irgendwas Neues? Hast du das gehört, Fauch? Irgendwas Neues? Sie scherzen wohl, Mister. Hier dreht man sich nur einmal um und schon haben wir wieder was Neues. Jeden Tag. Ich dachte, das war... Dreht man sich nur einmal um und schon trifft man jemanden, der dringend einen Amboss braucht. Mach ich keine schlauen Sprüche, mein Sohn. Mach lieber welche, die zu deinem IQ passen. Also, was ist neu? Unsere neuesten Prototypen sehen Sie hier in diesem Regal. Sie sind noch nicht zum Verkauf freigegeben. Aber wir führen sie Ihnen sehr gerne vor. Okay, wir haben hier viel zu tun. Das Pulver sieht interessant aus. Das ist unser patentiertes Schüttel- und Schäl-Juckpulver. Klar, zum Jucken kann einen alles Mögliche bringen. Aber nur unser Pulver hat einen besonderen Zusatzstoff. Den Leprasin-B-Komplex. Ich garantiere persönlich dafür, dass es mehr als nur ein bisschen juckt. Bereit, Fauch? Ja, sowas will ich nicht haben. Könnten wir uns mal die Blume ansehen? Freunde, das hier ist keine stinknormale Spritzblume. Warum sollten Sie Ihren Kumpel mit popligem Leitungswasser anspritzen, wenn Sie so viel mehr Spaß haben können mit einer Ladung extra starker Säure? Zeig's Ihnen, Fauch. Oh Mann. Wir würden gerne mal sehen, wie der Boxhandschuh funktioniert. Sofort. Die Zufriedenheit des Kunden steht bei uns im Firmenwappen. Lass mich raten. Kaum dreht man sich mal um, trifft man schon wieder einen zufriedenen Kunden? Richtig. Jetzt hören Sie mal zu. Auf einen einfachen Knopfdruck hin, kloppt dieser Handschuh Ihrem völlig überraschten Gegenüber den Schmalz aus der Birne. Der Typ am falschen Ende dieses Wundergeräts sieht garantiert Sterne. Klappt jedes Mal. Prügeln Sie drauf los, so viel Sie wollen. Dieser Handschuh hält garantiert länger als die Köpfe Ihrer Opfer. Schlag auf Schlag auf Schlag. Sehen Sie her. So, das war wichtig, denn wir brauchen die Sterne. Nein, zu spät, ich habe zu lange getrödelt. Ach, Blödsinn. Erstmal gehen wir nochmal mit. Hallo, Jungs. Wie läuft das Geschäft? Schmerzhaft. Das ist doch schön. Okay. Könnten Sie mir nicht nochmal den Handschuh vorführen? Kommt sofort. Die Zufriedenheit des Kunden steht bei uns im Auftragsbuch. Ich dachte, das war im Firmenwappen. Hören Sie zu. Auf einen einfachen Knopfdruck hin, kloppt dieser Handschuh Ihrem völlig überraschten Gegenüber den Schmalz aus der Birne. Ich weiß. Der Typ am falschen Ende dieses Wundergeräts sieht garantiert Sterne. Klappt jedes Mal. Sehen Sie her.
Tut mir leid, Frau. Das ist echt kein Kinderspiel. Ich bin sicher, wo die herkommen, gibt es noch viel, viel mehr davon. Wir haben jetzt Sterne im Beutel. So, jetzt haben wir noch zwei Themen zum Ansprechen. Wir sind wieder da. Schön, Sie wiederzusehen. Sie beide sind ziemlich dauerhafte Dauerkunden. So, wir haben nämlich noch diese beiden hier und dann können wir wieder gehen. Könnten Sie uns wohl eine von diesen Zigarren vorführen? Aber selbstverständlich. Doch seien Sie gewarnt, das hier ist keine simple Knallzigarre. Das hier ist der große Urknall unter den Tricktabakwaren. Diesen Racker zu rauchen, kann Ihrer Gesundheit wirklich ernsthaften Schaden zufügen. Und das Beste daran, er detoniert garantiert im Mund, nicht in der Hand. Hier der Beweis. Das war jetzt aber sehr Smarties-like. Gut, jetzt fragen wir noch was zum Gratis-Präsentomat. Was ist das für eine Maschine da in der Ecke? Diese kleine Schönheit hier ist der einzig existierende Gratis-Präsentomat. Drücken Sie einfach auf den Knopf, um ihn zu starten. Und dann drücken Sie nochmal drauf, um die Maschine bei dem Präsent zu stoppen, das Sie gerne hätten. Das ist unsere bescheidene Art, all unseren verehrten Kunden zu danken. Okay. Tja, Jungs, ich fürchte, ich muss wieder los. Ich finde es jedes Mal traurig, wenn Freunde sich verabschieden. Besonders, wenn sie noch nichts gekauft haben. Kommen Sie bald wieder. Ich wollte gerade sagen, du klingst wie Fluffy. Stört es euch, wenn ich kurz mal eure Präsentmaschine ausprobiere? Es würde mich allerdings stören, mein Freund. Diese Maschine ist für unsere zahlende Kundschaft bestimmt. Aber ich bin doch ein zahlender Kunde. Erinnert ihr euch denn nicht mehr vor ein paar Tagen? Da habe ich doch diesen ganzen Kram gekauft. Gekauft? Nö, aber ich sage dir was, mein Sohn. Zeig mir einfach den Wackme-Kram, den du hier gekauft hast, und ich lasse dich gerne unsere Maschine benutzen. Okay. Habt ihr durchschaut, was wir jetzt tun müssen? Nein, wir gehen jetzt telefonieren. Denn man kann hier ja ein Wackme-Produkt gewinnen. Wenn wir das gewonnen haben, können wir es vorzeigen, als hätten wir es gekauft. Und im Pub gibt's ein Telefon. Gott, Fluffy ist so groß. Welche Nummer oder Farbe man hier wohl wählen muss. Okay, blau. Lila. Rot. Orange. Gelb. Grün. Orange. Jetzt wisst ihr auch, warum ich mir so viele Notizen gemacht habe. Gelb. Frage 3. Welche Farbe findet sich außer Weiß noch in Fauchsfell? Orange. Ja, eigentlich eher braun, aber braun haben wir hier nicht. Frage 4. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der rechten Schulter einer Patrouillenuniform des örtlichen Sicherheitsdienstes findet? Rot. Aus seiner Sicht, ich hoffe nicht aus unserer. Frage 5. Ja. Welche Farbe hat Krebs Halsband?
grün. Und unsere letzte Frage lautet: Welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Jim's Gym weist? Das habe ich mir auch alles aufgeschrieben. Der in die Mitte wird nämlich, ist nämlich gelb und der nach rechts rot. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gewonnen! Ihren super tollen Preis, gestiftet von der Firma Wack Me, erhalten Sie genau jetzt! Okay. Puh, also das kann man sich natürlich auch theoretisch alles merken, aber ich schreibe es mir lieber auf. Sonst dauert das so lange. So, da ist unser Preis. Hüpfendes Paket. Wack Me Springbohnen. Ja, Springbohnen. Das haben wir schon ganz viel Merkwürdiges. Ein perfekt rundes Loch. Sorry, das wollte ich gar nicht. Das brauchen wir später noch. Jetzt haben wir also schon ganz viele merkwürdige Dinge im Inventar. Aber gut, es ist ein merkwürdiges Spiel, ne? Warum sollte das Inventar nicht weniger merkwürdig sein? So. Huch. Gott, es gibt noch so viel zu tun. Aber das ist gut, dann ist dieses Projekt vielleicht nicht schon nach 12 Parts. Das ist die lächerlichste Konstruktion, die ich je gesehen habe. Natürlich ist sie das. Das ist die Trickreichbahn. Mir tut der Elefant da oben leid. Und wenn der einen Haufen macht, dann wird das ganze Fenster schmutzig. So. Da sind wir wieder. Und jetzt können wir denen die Bohnen zeigen. Na. Ich glaube, diese Wack Me Sprungbohnen beweisen doch wohl, dass ich zahlender Kunde bin. Aber ja doch, ja. Bitte, nur zu mit dem Präsentomat. Er steht Ihnen zur freien Verfügung. Das machen wir eben noch. So, wir brauchen einen Gummihandschuh und einen Magneten. Und der Magnet ist so immer schwer zu kriegen. Jetzt habe ich dieses Wort gesagt. Ah, wollte ich gar nicht. Wenn man nämlich zu früh oder zu spät drückt und auf dem Hammer landet. Kein Treffer am Gerät diesmal. Aber wir haben ja immer noch unseren Trostpreistreffer. Gibt's einen Trostpreis? Da fühlt man sich doch gleich besser. Obwohl, nee, den Hammer brauchen wir ja auch. Und was meint ihr, wie lange sowas dauert? Ich habe den Magneten ja direkt bekommen. Wir haben einen Gewinner. Sie nehmen diesen herrlichen Wack Me Mega. Sonst klappt das nie auf Anhieb. Mit seinem patentierten Anti-Rutschgriff, dem leicht zugänglichen Anausschalter und so schnell. Mehr Zugkraft als ein durchschnittlicher Landtagskandidat. Danke. Aber wir brauchen den anderen Kram auch. So schön langsam. Das kenne ich ja noch nie. Liegt vielleicht an Scam. Sie, mein Freund, sind der glückliche Gewinner des Wack Me Ulti Hammers. Mit seiner extra gehärteten Tropenholzoberfläche zweifellos das beste Prügelgerät der Welt. Danke. Ich weiß gerade nicht mehr, wofür wir den Handschuh brauchen, aber das fällt mir bestimmt noch ein. Oh, und das Rufzeichen nehmen wir einfach auch. Aber ich glaube, dafür gibt es auch einen Schlag auf den Kopf. Wir reichen Ihnen die Hand zur Gratulation, mein Freund. Oder zumindest einen Handschuh. Ja, jetzt haben wir auch noch einen Gummihandschuh. Kommt, das letzte machen wir auch noch. Ich sage es ungern, mein Sohn, aber das hier ist ein Geschäft, nicht die Wohlfahrt. Okay. So, damit haben wir jetzt erstmal genug gemacht für diesen Part. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal und bis dahin.